Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Anrande der Bande, dem WZ-Videoblog zu den Krefeld Pinguinen und heute wieder gesponsert von der Physiotherapie Simon Brüggemann. Ja, es war natürlich ein aufregender Tag, wo wir alle natürlich geguckt haben, wie geht's weiter bei den Pinguinen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die, ich sage jetzt mal vorsichtig, russische Übernahme, wie schon betitelt worden. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dass wir intern hier in Krefeld so ein bisschen was tun. Also es gibt den einen und den anderen Ausweg und keiner weiß wirklich, was am Ende passiert. Und es steht auch irgendwo schon die Uhr, fast schon 11:55, also bei den Pinguinen momentan. Bleiben wir erstmal lieber sportlich, weil da haben wir zumindest einen super Sieg in Ingolstadt eingefahren. Das letzte Spiel von Dimitri Petzold, wo er auch nochmal zeigen konnte, was er kann. Und er wurde dann praktisch nach seinem Weggang ersetzt durch unseren nächsten Gesprächspartner, Oskar Östlund. Er trägt die Nummer 55 und ist 27 Jahre alt, kommt von AIK Chelevtea. Und schauen wir mal, was er zu sagen hat, zusammen mit Chad Costello, der in Ingolstadt zweimal scoren durfte. Und Chad Costello neben mir, der zweifache Torschütze aus Ingolstadt. Hey Chad, thanks for having you. Ein paar Worte jetzt einfach zum nächsten Gegner. Man spielt praktisch, ja, nicht back-to-back, aber zweimal gegen Ingolstadt. Chad, it's not a back-to-back, obviously, but it's like a same opponent, it's Ingolstadt. How ready are you guys right now? How is the status of the team? Yeah, I thought we played pretty good last game. They got a strong team, so it kind of feels like North America where you play back-to-back like that, so it's kind of exciting to see the same team like that. A little home and home, so it should be fun. Er sagt auch, wie Nordamerika, es heißt ja Back-to-Back, dass man praktisch die zwei gleichen Teams gegeneinander spielen, hintereinander. Aber er sagt auch, die fühlen sich sehr gut, alles positiv. Und, well, right now, we heard it in the press and everywhere, it's a tough situation. I mean, the team right now plays pretty good, which is surprising for us, because I think it's in the heads right now. But how do you think it's going to end up the next couple days? Wie denkt er, wird das bekannte Thema wohl die nächsten Tage enden? Yeah, I don't know as far as off ice, all the logistics with that, but as far as the guys in the room and on ice, we're a prideful group, you know. We're professional athletes and we pride ourselves on playing our best no matter what the situation, you know, whether it's travel or schedule or you know, off ice issues, we can still show up and be a group and play together. Er sagt auch, professionell damit umgehen, egal ob es jetzt Reisestrapazen und so weiter sind oder die Themen, die neben dem Eis sind, da muss man mit umgehen und die versuchen das gut umsetzen. Well, thank you very much. I hope you're gonna score again if I can say it like that. And yeah, good luck at the weekend. Okay, yeah, thank you. Der neue Torwart der Pinguine, Oskar Östlund, ersetzt Dimitri Petzold, der uns ja verlassen hat. Oskar, thanks for having you and welcome to Krefeld. And how are your first impressions in Krefeld? Wie ist der erste Eindruck hier? Yeah, thanks for welcoming me. I've been taken good care of right away when I came, and no, it's a good first impression. A lot of good guys in the team, around the team, and yeah, hope everything goes well with the club too. Er sagt auch, der erste Eindruck ist super, der wird super aufgenommen, es wird sich super um ihn gekümmert und natürlich nochmal das bekannte Thema, hoffentlich geht gut. Was im Moment so ein bisschen in der Schwebe steht. Yeah, you just talked about it. It's kind of tough, and most of the people are asking themselves, well, I can explain them, but for sure you can better. Why would a goalie go to a club that's right now kind of like on the edge? Warum würde ein Torhüter zu einer Mannschaft gehen, die gerade auf der Kippe steht? Aber er kann es sicherlich auch gut erklären. Ich verstehe das auch. Just tell us real quick about your situation right now in net and how you try to get forward here in Europe, here in Germany. Yeah, I mean, I was not in a good position where I was. I was kind of the third goalie there, and I always wanted to go to Germany. And now this thing showed up, and I heard a lot of good things about Krefeld. So hopefully they can manage to fix everything too. So I heard it's good guys that runs it, and everyone I know that been here liked it. So I thought it was a good gambling, maybe. Er hat auch auf jeden Fall gute Dinge gehört, auch über Krefeld und über Deutschland. Er sagte, er wollte auf jeden Fall mal hinkommen und er hat einfach sich gedacht, ja, man musste einfach mal die Situation angehen. Well, right now we don't know when you're gonna play. You just arrived, you just practice, but how do you feel and you think right now you could jump in for the next game, theoretically? Yeah, I mean... Just if you're like, I mean, in your, are you good in shape? You worked hard, I guess? Yeah, I mean, now when I haven't played that many games, I've been concentrating about practice, off ice, on ice. So I think I'm in a really good shape. But as I said, I haven't played many games, but time will show when I play. If I play, I'm ready.
Genau, also kurz gesagt, wenn er spielt, ist er bereit. Und er sagt, er hat natürlich nicht viel gespielt, aber er wird natürlich sich darauf genau richtig gut vorbereiten. Last question is, when I looked at you, you're kind of like a little different than Jussi. Jussi is more the more active one. You're the more little, I would say, more controlled one, more playing your gap to the player, and you're kind of like reading the game pretty well and reacting, not like you're not overreacting it. Describe your style and how you think, do you know the league? I'm soll man ein bisschen seinen Stil beschreiben und wie das zu der Liga passt. I mean, I try to act calm, because if that works good, it should normally it works good for the whole defense, if it's no stressy moves and stuff. But I mean, everything is connected with the defense, and I just try to play my game and keep on being focused and never stress get stressed, and try to act calm. Versucht ein bisschen ruhiger zu spielen, lässt sich nicht stressen. Das ganze Zusammenspiel mit der Verteidigung ist auch wichtig, sagt er. Ja, kurz gesagt ist das sein Stil. Thank you very much for having me. It was a nice talk with you. And wie gesagt, ich wünsche euch, dem Pinguin, natürlich viel Erfolg. And hope to see you next time. And you can tell us how your first win went. Danke schön. We will see you after the first game then. Alles klar. Thank you. Das war's dann wieder mit Am Rande der Bande. Wir gucken uns heute mal den schönen Fanshop an und ich würde gerne mit euch anstoßen auf eine gute Zukunft der Pinguine oder vor allem hier viele Fans begrüßen, die auch hier hinkommen und wieder neue Trikots kaufen zur nächsten Saison. Wir gucken mal hier, es gibt den schönen Pokal von der Meisterschaft 2003. Wie schön wäre es, wenn wir nicht wieder weitere 50 Jahre nach dem Gewinn warten müssten, sondern auch mal etwas früher wieder schönere Momente hätten, ein bisschen mehr Erfolg, ein bisschen mehr sportlicher Biss, so ein bisschen wieder, ja, dass wir Geschichte schreiben können. Ich hoffe natürlich, wenn ich dich frage, ob ich schon eine Dauerkarte für nächstes Jahr haben kann. Ich würde dir sehr gerne eine verkaufen, aktuell ist das leider noch nicht möglich. Ja, das war natürlich eine rhetorische Spaßfrage, aber sehr gerne würde ich dies wirklich tun. Und wir hoffen natürlich alle und schauen jetzt auf die nächsten Tage, weil da geht es wirklich um die Zukunft der Pinguine, die am seinen Faden hängt. Aber bleiben wir jetzt erstmal sportlich. Wir haben am Freitag zu Hause um 19.30 Uhr wieder die Ingolstädter, gegen die wir wie gesagt punkten konnten. Hoffentlich können wir das genauso weitermachen wie auswärts. Und am Sonntag geht es dann zu einem Gegner, den wir bisher nur einmal schlagen konnten. Das heißt Bremerhaven. Natürlich eine Mannschaft, langer Weg dahin und kompliziert zu Hause zu spielen, aber die Jungs tun auf dem Eis alles und mal gucken, wer dann im Tor steht. Wir schätzen mal, dass sicherlich der Oscar auch ein Spiel in nix kriegen wird, um sich zu beweisen. Schauen wir mal, ob wir Punkte holen können. Wir hoffen es natürlich und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.